Die Stimmung ist aufgeheizt. Und wir haben in unserer 19.30 Uhr SWR Aktuell-Sendung bereits schon mal zu Natalie Akbari geschaltet. Und dabei wurde sie von Thomas Hornung, enger Mitarbeiter von Nicolas Löbel, bewusst gestört, sodass wir die Schalter abbrechen mussten. Ein Eingriff in unsere Inwieweit ist denn die Landes-CDU, das ist, wie weit ist die Landes-CDU verstrickt in die... Ich werde hier gerade unterbrochen bei der Schalte. Herr Hornung, wir kommen später zu Ihnen. Es wird weiter diskutiert und die Veranstaltung geht hier weiter. Wir können leider unsere Übertragung, unsere Einblendung hier nicht zu Ende bringen. Also wir sehen. Nathalie, was war da los? Ja, das war tatsächlich eine sehr, sehr unangenehme Situation. Wir waren mitten in unserer Live-Einblendung und ich hatte gerade den Kritiker Heinrich Braun, den wir auch ja vorher schon im Film gesehen haben, interviewt und wollte jetzt im Grunde dazu kommen, den aktuellen Vorstand, also die Gegenseite in Anführungsstrichen, zu Wort kommen zu lassen, deren Position zusammenzufassen. Und in dem Moment hat mich der Thomas Hornung eben von der Seite angesprochen und wollte diese Schalte, die aus seiner Sicht störend war und die Rede gestört habe, nicht zu Ende bringen lassen. Eine sehr, sehr unangenehme Situation, weil ja im Grunde das, was ich sagen wollte, ich konnte nicht mehr ausgewogen Bericht erstatten. Es gab danach noch einige relativ unflätige Beleidigungen, die ich hier mal nicht wiederholen möchte. Ich möchte aber auch sagen, dass ein Großteil der CDU-Mitglieder hier in Mannheim danach zu mir gekommen ist und gesagt hat, dass sie das so auch nicht in Ordnung fanden. Insgesamt also ein emotionaler, aufregender und doch spannender Abend. Und damit zurück nach Stuttgart. Ein Eingriff in unsere Pressefreiheit. Danke, Natalie Akbari, nach Mannheim.